die vier Aspekte, von mir aus auch Säulen deiner Anziehung auf Frauen. Und diese sind im Einzelnen Status, Geld, Selbstvertrauen und Aussehen. Plus vielleicht, wie angedeutet, noch dein Unterhaltungswert. Aber bleiben wir einfach mal bei den vier, denn nach meiner Einschätzung machen die den Kern aus und bei meinen Inhalten und auch im Premium-Bereich stehen deshalb auch diese voll im Fokus. Und wieso sind diese Kriterien jetzt nun ein Vorteil gegenüber Frauen? Ganz einfach. Bei Frauen, also bei der weiblichen Anziehung auf Männer, da fallen drei dieser Säulen fast vollständig weg. Oder man könnte sagen, sie haben auch vier mit den Namen Aussehen, Aussehen, Aussehen und Aussehen. Das gefällt Frauen natürlich nicht unbedingt. Viele machen sich vor oder lassen sich vormachen, dass Dinge wie Geld, Status, Erfolg, Selbstvertrauen einen Einfluss auf ihren Beziehungsmarktwert hätten, ist aber halt nicht so, da kann man nichts machen. Und wer an Naturgesetzen und Geschlechteraufgaben herumdoktert, der hat meist früher oder später sowieso das Nachsehen, wenn er nämlich feststellt, dass er von der Realität eingeholt wird, was unausweichlich ist. Du fährst also immer am besten, wenn du dich weniger auf Dinge wie Flirt, Pickup und Manipulation konzentrierst und stattdessen die vier genannten Kriterien so weit tunst, wie es dir eben nur möglich ist. Komm dafür gerne in meinen Premium-Bereich, dort gehe ich dann noch mehr ins Detail und ich zeige dir, wie du die schnellsten Ergebnisse siehst. Und wie ich auch schon öfters gesagt habe, du kommst sowieso immer besser, wenn du nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machst. Das heißt, zuerst kommen deine Persönlichkeit, deine Macht und dein Einfluss und dann kommen die Frauen und zwar ganz automatisch.